hoch. So, da ist jemand. Nun ist es also soweit. Nein, nun ist es also soweit. Ihr habt es bis hierher geschafft. Was soll denn das? Vincent Weinert? Doch nicht etwa der Vincent Weinert. Oh doch, junge Dame. Genau. Der. Aber wie kann das sein? Bist du nicht schon vor langer Zeit gestorben? Es ist mir alles so vertraut. Jetzt ist keine Zeit, um Schmerzen zu machen. Scherz zu machen. Es ist kein Scherz. Elaine, wer hätte gedacht, dass wir uns noch einmal begegnen? Wir kennen uns? Unglaublich. Er lebt und ihr kennt euch? Das zu viel. Es sind wirklich verdammt viele Jahre vergangen. Erinnere dich, Elaine. Erinnere dich an damals. Mein Zauber war also stark genug, um deine Gedanken sogar für mehrere hundert Jahre zu blockieren. Dein Zauber hat sich zu dem gemacht, was ich vor 5 Jahren im Irrenhaus angetroffen habe? Wenn ich nicht klar denken konnte und stumm war, dann ja. Du hast meine geliebte Elaine zu dieser Daseinsform verdammt, du Schwein! Zauber? Aber wieso? Nun, vielleicht helfe ich dir ein wenig auf die Sprünge. Und nicht einmal als Vampir, kannst du dich erinnern? Nein. Woher weißt du, dass er ein Vampir ist? Ich habe genug Vampire getötet, um zu wissen, dass ihr drei welche seid. Wer von euch beiden hat es zu einem Vampir gemacht? Ich nehme an, du weißt, wer ich bin? Natürlich. Das Gedächtnis eines Vampirs ist unübertroffen. Und meines erst recht. Du bist ein Vampir? Ich kann es aber nicht riechen. Wie solltest du auch? Ich bin perfekt. Ich bin der höchste aller Vampire. Ich bin der erste Vampir. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Er war's. Der erste Vampir? Oh mein Gott. Das erklärt, warum du noch lebst. Und warum niemand jemals gemerkt hat, dass ich ein Vampir bin. Mein Plan war perfekt. Keiner dieser zweitklassigen Vampire kann mich riechen. Und ich werde für immer auf dieser Erde wandeln. Das mächtigste Wesen aller Zeiten. Sag mir, wieso hast du mich verzaubert? Erinnere dich, du hast mir damals die Fledermausflügel geholt. Ja, hier sind die Fledermausflügel. Danke, Elaine. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Ja? Ich werde die Herrschaft über die Erde an mich reißen und ich werde alles beherrschen. Wovon sprecht ihr? Ich werde ein neues Zeitalter beginnen. Mein Zeitalter. Die Fledermausflügel sind die letzte Zutat für meinen Zauber. Euren Zauber? Die Erde wird schon bald erzittern unter meiner Macht. Ich werde die Kirche beherrschen. Und mit ihr alle diese dummen, gläubigen Menschen. Herr, ihr macht mir Angst. Ich werde nicht nur eine Generation lang herrschen. Nein, ich werde tausende Generationen lang herrschen. Herr, hört bitte auf. Oh, du wunderschöne Elaine. Du als meine langjährige Assistentin bekommst die Ehre, auf ewig mit mir gemeinsam zu herrschen, als meine Braut. Aber Herr, ihr wollt mich zur Braut machen, auf ewig? Ich verstehe nicht. Als oberster Herrscher über die Kirche werde ich die Heirat innerhalb Angehörige der Kirche erlauben. Du wirst meine Braut sein. Wie wollt ihr auf ewig herrschen? Das, meine hübsche Elaine, ist das Ergebnis meines mächtigen Zaubers. Ich werde mich verwandeln und euch auch. Wir werden unsterblich. Ihr macht mir wirklich Angst. Ich werde eine neue Art von Feind erschaffen. Vampire? Ja, Vampire. Unsterbliche, mächtige, blutsaugende Kreaturen der Nacht. Wir werden die ersten und damit mächtigsten aller Vampire sein. Dadurch werden wir ewig ein Paar bleiben und können für alle Generationen herrschen. Die Menschen werden dich fürchten. Diese Angst werde ich nutzen, um der höchste Priester der Kirche zu werden. Ich werde alle Vampire jagen und vernichten. Man wird mir den Rang des Hohepriesters mit Freuden geben. Wenn alle Vampire vernichtet sind, wird das Recht kein Wesen dieser Welt in der Lage sein, mir gefährlich zu werden. Wir werden auf ewig herrschen. Ich erzeuge erst welche, dadurch kriege ich Macht, indem ich sie wieder vernichte. Und dann bin ich stärkste Wesen. Wer weiß, was da sonst noch ist. Ihr wollt diese Vampire erschaffen und uns in welche verwandeln? Oh ja, dieser Plan ist wirklich perfekt. Ihr seid wirklich nur noch abartig. Wie bitte? Was sagst du gerade? Ich bin abartig? Ja, ihr seid doch nur verrückt. Wahnsinnig, abstoßend. Du wagst es, meinen genialen Plan zu kritisieren. Ich meine, um mich wahnsinnig zu schimpfen. Oh, du hübsche Elaine. Konnte ich mich nur so in dir täuschen? Du bist auch nur eine kleine Schlampe. Ich werde dir zeigen, wer von uns beiden wirklich wahnsinnig und abstoßend ist. Herr? Du wirst niemals mehr glücklich sein. Unsterblich wirst du sein, damit du für immer deinen Fehler büßen musst. In Artus Ujua
Boss. Bitte, Herr, hört auf. Efrak in Doria. Das muss ich nicht synchronisieren. Dann habe ich nur noch geschrien. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Siehst du, meine Anwesenheit scheint dir wirklich gut zu helfen. Und seitdem war Alain also stumm und unfähig, klar zu denken. Glücklicherweise hat die Vampirverwandlung nicht ihr Erinnerungsvermögen wiederhergestellt. Das war also der Plan, erst Vampire erschaffen und sie dann vernichten. Ja, zuerst habe ich mich mit dem mächtigsten, mir bekannten Zauber in einen Vampir verwandelt. Nachdem ich dann Alain heimlich an die Stadtgrenze von Lim abgesetzt habe, erschuf ich Dutzende anderer Vampire und ließ sie ihrem Blutdurst nachgehen. Sie erledigten ihre Aufgabe vorzüglich, dass ich mich schon kurze Zeit später als ihr Retter... Oh Moment, aber Alain ist ja trotzdem seit Jahrhunderten Jahren stumm. Sie wandelt die ganze Zeit umher. Darstellen konnte, ein Vampir nach dem anderen gejagt und vernichtet habe. Doch anscheinend nicht alle. Nun, die Vampire waren leider zu zahlreich geworden, sodass ich wirklich nicht mehr alle erwischt habe. Doch die Vampire hatten Angst vor meinem Kreuzzug, dass ich mir sicher war, für die nächsten paar hundert Jahre meinen Rang als Hohepriester ungestört genießen zu können. Und du bist mir anscheinend auch entkommen. Hätte ich bloß gewusst, dass Abrax sich damals noch gebissen hat. Ja, das ist Pech für dich. Nun, jedenfalls beherrschte ich wahrlich für die nächsten Hunderte, für die nächsten Jahrhunderte die Kirche und die Menschen. Doch langsam kamen diese Zweifel. Zweifel an der wirklichen Zahl noch existierender Vampire. Ich bekam Angst, sie könnten sich aus Wut auf mich zusammenschließen und mich dann vernichten. So kam es, dass ich mir einen Vampir suchte. Ich fand Abraxas. Er war ein Schwächling, schwach vom tödlichen Blutmann. Er hatte einige Wunden, die sich nicht schlossen, da er kaum noch Blut hatte. Als er mich sah, erstarrte er vor Angst. Angst vor seinem endgültigen Tod. Oder besser gesagt, er hatte Angst vor seiner Existenz als Blutgeist. Doch ich tötete ihn nicht. Nein, ich gab ihm etwas viel Besseres, nämlich etwas von meinem Blut. Überrascht, aber gestärkt, erzählte er mir, dass er von einem Rittertrupp überrascht und angegriffen worden war. Er floh verletzt und war allerdings so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, sich Blut zu besorgen. Ohne mich wäre er sicher damals ein Blutgeist geworden. Ich versprach ihm, wenn er auf Vampirjagd geht, bekommt er viel Blut und Gold und Macht. Mit der Zeit wurde er zu meiner rechten Hand. Ich lehrte ihm neue Zauber. Er tötete alle Vampire, die er finden konnte. Aber wieso brauchtest du ihn zur Vampirjagd? Es durfte niemals herauskommen, dass ich auch ein Vampir war. Und wer weiß, vielleicht hätte ja einer dieser Vampire applaudiert. geplaudert. Wahrscheinlich hätte sowieso kein Mensch einen Vampir geglaubt. Aber ich wollte einfach hundertprozentig sicher sein. Außerdem wollte ich mich auch weiterhin meinen Aufgaben als Hohepriester beschäftigen. Ich wollte mich nicht schon wieder mit einer langen Vampirjagd beschäftigen. Außerdem wären die Menschen vielleicht plötzlich skeptisch und würden mich meines Amtes entheben, wenn rauskäme, dass ich damals nicht alle Vampire getötet habe. Es wäre meine Macht, wenn ich dann alle Menschen getötet hätte. Dumme Skelette sind nicht gerade meine bevorzugte Art der Gesellschaft. Außerdem ist eine Frau auf die Gelüste des Fleisches unverzichtbar. Schade, dass du damals so über meinen Plan gedacht hast, Alain. Du widerlicher Bastard. Du bist also noch immer so starkköpfig wie zu deiner Zeit als Mensch. Auf jeden Fall wurde Abraxas unverzichtbar für mich. Er erledigte die Vampire schnell und ohne Aufsehen zu erregen. Ich wollte ihm am Ende noch es selbst umbringen, aber dass ihr hier seid, beweist, dass ihr ihn bereits getötet habt. Nur er hatte noch den Schlüssel für den Grabstein. Ja, wir haben ihn zerstückelt. Und mir scheint, dein Fehler war deine Machtgier und deine Notwendigkeit, Menschen zu beherrschen. Diese Fehler sind nun dein Untergang. Ich werde nun das erledigen, was ich schon vor langer Zeit hätte erledigen sollen. Ich bringe dich und Alain um. Und euren kleinen Diener noch dazu. Ich bin kein Diener und ich werde dich umbringen. Du hast Abraxas erschaffen. Und du bist schlussendlich schuld am Tod meiner Freundin. Ihr wisst ja gar nicht, wie einfach ihr es mir gemacht habt. Ich weiß, ihr die letzten Vampire auf dieser Welt seid, außer mir natürlich. Wenn ich euch vernichte, ist mein Rang als Hohepriester für alle Zeiten gesichert. Wurden die Menschen nicht misstrauisch, dass du lange lebst? Misstrauisch? Ich habe diesen Narren erzählt, Gott persönlich. Hat mir ein langes und gesundes Leben beschert. Was machst du überhaupt hier unten? Warum bist du nicht in irgendeiner Kirche? Na schön, du hast es also doch schon erfasst. Ich habe meinen Tod vorgetäuscht, da die Menschen nach 200 Jahren dann doch zu misstrauisch wurden. Aber meine letzte Prophezeiung war meine Reinkarnation, irgendwann. Ich sagte den Menschen, dass meine Zeit auf Erden gekommen sei, aber ich in einigen Jahren wiedergeboren werde. Die Menschen glaubten mir. Und ich täuschte meinen Tod vor und versteckte mich dann hier.
mein geheim Grabgemäuer, wo ich schon vor meiner Zeit als Hohepriester heimliche Zauberforschung betrieben habe. Und meine Wiedergeburt werde ich dann vollziehen, wenn endlich alle Vampire restlos getötet wurden. Abraxas Jagd ging nun schon fast 200 Jahre, aber endlich findet sie ein Ende. Er ist tot und die letzten drei Vampire stehen vor mir. Morgen werde ich wiedergeboren, wie ich mich auf diesen Tag gesehnt habe. Du hast recht, du wirst wiedergeboren als Blutgeist. Es wird meine Freude sein, eure Köpfe abzuschlagen. Jetzt wirst du büßen für das, was du mir angetan hast. Es wird euer letzter Kampf sein, daher erweise ich euch die Ehre, euch noch zu stärken. Denn mein endgültiger Sieg sollte nicht zu leicht für mich sein, sonst wäre es ja auch nichts Besonderes. Bereite dich auf dein Ende vor. Oh, das ist ja übelst nett. Dann Bluttrank. Hier nochmal. Dann haben wir keinen mehr. Lass mal den Zustandsring. Ich weiß leider nicht mehr, was der für Zauber hat, aber bestimmt alles Mögliche, was unangenehm ist. Wir speichern auf die 14. Und drauf. Ihr seid also bereit. Jetzt werdet ihr sterben. Das werden wir ja sehen. So, Vincent Weinhardt erscheint. Okay. Wir machen erstmal Heiligslicht, um zu schauen, ob es funktioniert. Wir versuchen mit ihm Schwäche zu zaubern. Und von ihr geht er stumm aus. Oh Gott. Okay, Schwäche wirkt wenigstens ein bisschen. Okay. Licht geht also gar nicht. Wir erhöhen mal unsere Sache hier. Er macht mal noch eisige Rüstung, um unsere Abwehr zu stärken. Also erstumm bringt nichts. Bringt Feuer was. Wir müssen also kurz die Elemente durchgehen. Ganz wichtig ist übrigens, dieser Kampf wird in mehreren Runden passieren. Das heißt, wir dürfen nicht mit zu wenig Blut rausgehen. Okay. Wir greifen jetzt mal an. Feuer macht zumindest ein bisschen Schaden. Wir können auch verfluchen, fällt mir gerade ein. Machen wir nächste Runde. Verfluchen. Okay, bringt nichts. Abwehr gesteigert. Angriffsstärke gesteigert, das ist schon mal ganz gut. Okay. Einer sollte schon mal anfangen, wieder Vampirheilung zu zaubern. Der Rest macht Angriff. Wie ihr seht, habt also unsere Elemente haben kaum was gebracht. Okay, Fluten. Du machst gleich mal einen Wundverband auf dich selber. Der Rest greift weiter an. Ich habe nämlich vor der zweiten Form mehr Angst. Ich glaube, die waren nämlich noch. Ich habe noch ein paar andere Attacken gehabt, die noch ein bisschen ekliger waren. Wir machen gerade so 400 Schaden, glaube ich, pro Runde. Bin mal gespannt, wie viel Leben der überhaupt hat. Ich glaube, ich habe damals. Genau, das schützt uns vor automatischer Stache. Unsere Ringe, die wir haben. Ich hatte damals, glaube ich, alles auf diesen Kampf gesetzt und dann diese zweite Phase und ich hatte kein Blut mehr. Dadurch bin ich halt. Alle waren rasend. So. Das nächste Mal würde ich wieder eine Schwäche zaubern. Ich würde ein bisschen wieder runterholen. Gerade ist es mal nicht gesunken. Oh, Moment. Das ist das Schwäche kumulativ, das heißt, es geht immer weiter. Ich dachte eigentlich immer nur, ich kann es erhöhen. Okay. Das ist ja ein interessanter Zauber. Ich dachte, es geht nur einmal und dann nicht nochmal, aber ich könnte es wahrscheinlich jedes Mal wieder machen. So. Nicht zu sehr freuen, wir haben jetzt die erste Form erledigt. Wer hätte das gedacht? Es wird doch noch ein anspruchsvoller Kampf. Eure Kräfte sind erstaunlich. Meine Schöpfung ist also stärker, als ich hätte träumen können. Ich bin auch überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass der erste Vampir ein solcher Schwächling ist. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Ja. Viel Spaß.
Wir haben jetzt diese Form. Niemand ist stärker als ich. Dann bin ich niemand. Okay, wir machen trotzdem noch mal ganz kurz das heilige Licht zum Schauen, ob es funktioniert. Wir nutzen hier wieder die Schwäche erstmal auf ihn. Ich probiere trotzdem hier nochmal erstummen. Schade. Okay, Licht bringt immer noch nichts. Das heißt, wir machen also eine Buffung hier ringsrum. Okay. So, wir haben... dunkle Klingen nehmen wir. Hier nehmen wir die eisige Rüstung. Grumos Flammenstrahl, wie gut das jetzt wirkt, Feuer bei ihm. Überhaupt nicht gut, okay. Okay, ich mach nochmal dunkle Klingen. Du... nochmal eisige Rüstung und Sicherheitshalber, du machst einen normalen Angriff. Das Buff muss erstmal durchgehen. Okay, wir brauchen Feuerschutz. Shit, das ist die Feuervariante. Mach ich aber trotzdem mal, um das gegenzuwirken. Asgar nimmt sich ein Blutelixier. Elaine macht die Vampirheilung. Ist ja netterweise als erstes dran. Okay. Das ist schon mal total blöd. Haben wir irgendwas, um Lähmung aufzuheilen? Nein. Das ist ja wunderschön. Mich jetzt fängt es an, Spaß zu machen, weil jetzt alle möglichen seltsamen Sachen passieren. Okay, mach mal Schwäche. Haben wir doch noch. Was ist denn mit dem Juckpulver gewesen? Das war. Ich krieg gerade ihn nicht mehr raus, aber die Schwäche hatte zumindest gewirkt. Shit, jetzt sind alle meine Leute. Ja, ich kann nichts machen gerade. Okay. Gut. Vorteil ist jetzt gerade, wir können hier einmal eine Fähigkeit einsetzen, demzufolge Verwirrung wieder aufhalten. Problem ist nur, wir kriegen den Angriff ab. Ja, das kann es jetzt killen. Gut, hat's nicht. So, okay. Alter Schwede. Wir versuchen mal eine Verfluchung durchzukriegen. Asgar versucht nochmal Schwäche durchzuhauen, während Elaine noch eine Vampirheilung nutzt. Okay. So. Haben wir noch irgendwas, um... Ja, warte mal, haben wir nicht... Asgard, das ist diese Eisrüstung, die macht nicht Schutz vor... Ah, shit. Nee. Dann muss man halt drauf gehen. Muss ja langsam ein bisschen Schaden mal reinmachen, weil bisher haben wir ja nur kassiert. Durch die ganzen Zustände. Okay, die Crits sind zumindest gut, die wir machen. Durch den Schwächezauber kriegen wir noch gut runter. Oh ja, das sind gute Crits. Okay, das ist noch ausreichend. Aber ihr merkt, wenn alle verwirrt sind und er zweimal Feuerentfernung macht oder dreimal, sind wir tot. Deswegen ist es besser, das frühzeitig gegenzuheilen. Okay. Ihr greift weiter an. Du nimmst bitte ein Blutelixier. Das ist echt, dass man nicht Verwirrung oder Lähmung aufhalten kann. Ich habe zumindest nichts gefunden jetzt bei dem ganzen Zeug. Ja. Du nimmst ein Blutelixier auf dich selbst. Ich mache gleich Vampirheilung gegen. Ich habe Angst, dass ich wieder verwirrt werde.
Okay, zumindest der Schaden gering. Der also mit normalen Angriffen macht. Toll. Genau, das meine ich nämlich. Okay. Wir nutzen hier erstmal ganz kurz völlige Reinigung. So, dann greifen die beiden wieder an und du machst eine Vampirheilung. Das ist halt wirklich das Nadelöhr. Wenn Elaine wegfällt mit der völligen Reinigung, sieht das echt schwierig aus. Das ist doch kalte Griff, ey. Okay. Wenn man nichts wecken ist, nur Schlafende wecken. Tja, dann hilft nicht, ich kann nur angreifen. Ich irgendwas, um die anderen zu heilen. Das war, diesen Papierstein darf ich jetzt hier nicht im Kampf einsetzen, nee. Dann. Okay, zumindest Asuka kann ja wieder die Vampirheilung machen. Aber wir machen gut Schaden, das ist schon mal gut. Oh, nee. Moment. Mach nochmal Schwäche rein. Okay, du machst normalen Angriff. Lane macht. Das ist verwirrt, oder? Ja. Dann machen wir klares Denken, das kostet weniger Blut. So, dann greift wieder an. Ich mache gleich mal eine Vampirheilung wieder hinten dran. Ich weiß, es ist viel zu viel Blut, was ich hier brauche. Für wenig Schaden, den ich gerade habe, aber besser hochgeheilt sein, anstatt hier gerade volle Kanne abzukriegen. Genau. So, entferne noch ein paar Mal. Okay, ihr greift wieder an. Ich mache nochmal Vampirheilung. Und da hammern! Vincent Weinert ist tot. Aber Vorsicht! Wir gucken, was passiert. Ich müsste übrigens rasend sein, dummerweise, Elaine. Nein, das darf nicht sein. Erwarte keine Gnade, du Schwein. Wie sagt man doch so schön, der Tod ist das Ende, doch das Vampirs Tod ist erst der Anfang. Unendliche Qualen. Ich bin der Schöpfer, euer Schöpfer. Tragisch nur, dass ein Vampir nur seinen direkten Schöpfer nicht vernichten kann. Und du bist leider nicht unser direkter Schöpfer, deswegen wirst du jetzt sterben. Erwarte keine Gnade, du Schwein. Du bist schuld an meinem Unglück. Und auch an meinem. So. Brauche ich ganz kurz. War's das nun? Ich will. Anscheinend noch nicht. Alle Schatzzauber mal genutzt. Was ist denn das? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht Vincents Blutgeist? Die Energie des ersten Vampirs? Ich weiß nicht genau. Vielleicht finden wir hier noch einen Anhaltspunkt oder so. Dieser Zauber geht nämlich nach oben. Darf ich? Ah, gut. Okay. Wir heilen erstmal gegen. Und wir bringen erstmal unsere Blutvorräte wieder auf, weil es ist eine übelst miese Stelle. Ich weiß leider, was passiert. Wenn man nicht darauf Acht gibt, kann es passieren, dass man das übersieht und damit das Ganze nochmal machen darf. Deswegen speichern wir einfach mal das Ganze ab. Moment. So, wir speichern hier mal 15. Gehen hin. Können ich es machen? Wollen dran vorbeigehen? Was sind denn das für Kreaturen? Ja. Nämlich, wenn ihr einfach hochgeht, kommt gleich der nächste Kampf. Und das ist so gemein. Aber was ich nicht weiß und sich nicht gegengeheilt hat, ist man hier wahrscheinlich rasend rennt rein mit wenig Heilung, nicht gespeichert und es geht weiter.
Ist mir das erste Mal passiert, da durfte ich das alles nochmal machen. Wir probieren hier auch mal die Lichtexplosion, weil wir nicht wissen, was die können. Wir machen mal Schwäche auf den linken und einen Flammenstrahl erstmal und dann verstummen. Wir gucken erstmal so, Feuer geht nicht. Okay. Licht ist ganz okay. Schwäche ist in Ordnung. Okay. So, Lichtexplosion könnten wir also weitermachen. Asker könnte... Ich glaube, als Asker lasse ich mal einen Angriff zu. Flamme hat nichts gebracht. Wir probieren mal, ob er stumm funktioniert. Okay, hier haben wir schon den nächsten großen Spaß, nämlich die können genauso gelähmt und verwirrt machen. Wir haben natürlich nichts, um das gegenzuwirken. Wir haben nur die Möglichkeit, noch die Schwäche auf den zweiten zu zaubern. Damit auf gut Deutsch auch der zweite ein bisschen schwächer wird. Damit Lichtexplosion dann von Walnor mehr reinknallt. Okay, hier müssen wir eine Vampirheilung zaubern gerade, weil wir kommen jetzt nicht an. Ja, und damit haben wir komplett Zustand. Ja, krank haben wir auch noch als Zustand. Das ist eigentlich gemein, weil es können beide, alle möglichen Zustände was machen, damit sind die stärker als Reinhardt an sich. Ich glaube, wir sind gleich tot. Ja. Ja. Genau. Das meine ich. Dieser Kampf ist, finde ich persönlich, schwerer als der Originalkampf. Okay, müssen wir halt nochmal probieren. So, die Frage ist nur, also sie haben ja keine Todeszauber. Das heißt, wir können uns vielleicht schützen. Was haben wir denn? Eisschutz, Lichtzauberschutz. Fluch ist es ja auch nicht. Schutz vor kritischen Treffer, Lähmung und Herzstichen. Das wird uns für Lähmung zumindest heilen. Ist das ein Schattenzauber, den die da gemacht haben? Eigentlich nicht, oder? Schattenzauberschutz, Todschutz. Nee, ich glaube, ich mache mal Lähmung, dass Lähmung weg ist. Wenn wir uns selber angreifen, sollten wir zumindest schneller wieder kampffähig sein. Weil wir uns dann selber treffen und dann sollte wieder es zurückgehen. So. Wir haben alles maximiert. Ja, dann nochmal. Zweiter Versuch. Okay, Lichtexplosion hat viel gebracht. Problem ist nur, wir müssen erstmal die Resistenzen runterbringen. Das heißt, hier machen wir trotzdem das. Wir erhöhen erstmal die eisige Rüstung. Und Elaine... Wir probieren nochmal erstummen. Vielleicht bringt es beim zweiten Mal was. Okay. Okay, sogar blind wird man dadurch. Das ist ja wunderschön. Ich bin stumm. Also ihr seht schon, die... Ah. Okay, zumindest ist, wissen wir die Hauptangriffsquelle, ansonsten ist Feuer. Also wir können vielleicht auch Feuerschutz hochbringen. Als Idee. Wir machen jetzt Vampirheilung, weil... Shit, wir haben ja nichts. Wir könnten krank gegenheilen zumindest. Sonst erstmal. Okay, Elaine ist wieder da. Problem ist, die machen sie so häufig, wie ihr seht. Okay. Du machst Vampirheilung. Elaine macht... Ach, Elaine ist stumm. Dann versucht Elaine mit Antikrankheitsserum sich selber wieder zu holen. Wir haben ja nur Probleme gerade, unsere Zustände wieder loszuwerden.
Wir machen gar keinen Schaden übrigens. So, okay. Astra könnte wieder angreifen. Wir machen mal Schwäche auf den einen. Jetzt ist zumindest hier wieder völlige Reinigung. Wird aber nicht lange halten, weil die machen gleich wieder ihre Angriffssachen. Okay, das war eine gute Runde für uns. So. Wir machen heiliges Licht. Asgar macht Schwäche auf den zweiten. Elaine haben wir schon festgeschalten. Feuer ist nicht effektiv, leider. Kannst du das noch probieren? Jetzt mit. Ja, nee, ist kaum. Ich dachte, wir kriegen einen Blind hin. Okay. So, wir können weiter Lichtexplosion machen. Asgar. Mach mal die Aura auch an. Tja, was wollen wir hier? Blutheilung, Flammenstrahl. Ne, sie hat nichts, wir greifen an. Das Gute ist einfach nur, dass die weniger Leben haben. Aber gerade der Anfang, wenn die ihre Zustände einen rausknallen ohne Ende, ist man hier echt nah am Sterben. Ich glaube, das ist wirklich falsch, ich hätte gerade Licht machen sollen. Okay. So, wir machen jetzt den Einzelzauber auf ihn. Asgar greift normal an und hier machen wir eine Vampirheilung. Das ist halt so ein bisschen ein Spiel mit dem Teufel. Und ich meine, wie gesagt, wenn es Weiner konnte, Belähmung und Verwirrung einmal zaubern. Wir haben es zweimal in der Runde und alle werden getroffen. Also ich finde den Kampf, der ist mit der schwerste aktuell im Spiel. Dumme Viecher. Okay. So, auch nochmal gegenheilen alles. Nein, das ist noch nicht das Ende. Bluttränke wieder auffüllen. Und einen Speicherstein nutzen. Und wir nehmen Speicherstein 1 jetzt wieder. Speicherstein, Speicherstand 1. So, können wir nochmal da was machen? Nein.